So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Wir sind jetzt mittlerweile da beim Lager. Ich habe zwischendurch noch ein paar Wölfchen erledigt und so weiter und so fort. Also nichts Atemberaubendes, Spannendes oder Sonstiges. Du bist zurück. Die Helden sind erledigt. Du solltest tot sein. Bist du enttäuscht? Die Götter bestrafen mich. Ja. Sie bestrafen dich nicht. Sie helfen dir. Was glaubst du, warum ich hier bin? Die Götter strafen mich, damit ich immer wieder zu treffen. So wie ich das sehe, hast du eine göttliche Einmischung dringend gebraucht. Ich habe keine Zeit für sowas. Sparta muss dieses Gebiet einnehmen, solange wir die Chance dazu haben. Na dann. Bringen wir es hinter uns. Darin sind wir uns einig. Je eher ich dich loswerde, desto besser. Alles klar. Schlacht. Genau. Meine Fresse. Einen von euren Muftis haben wir ja schon mal. Wo ist denn der nächste? Da. So. Der hält zwei Schläge mehr aus. Mach Wumms. Ein bisschen Platz machen hier. Und? Oh. Ein Söldner. Eine Söldnerin. Hore die... Was? So, Platz machen. Bisschen Platz machen. Komm, hau her. Ja.
Gut, das war's mit dir. Mit dir gebe ich mich gar nicht ab. Nimm mal dein Schild bitte weg. Gut, wieder einer. Da ist einer. Ja, euers. Der ist auch weg. Du feierst ein bisschen früh. Boah. Natürlich auch mächtig, wenn ich mit einem Schlag Schild weghau. Hat den Knüppel. Er ist halt sau langsam. Erwischt. 24 Soldaten, 5 Hauptmänner und Korea. Der Sieg ist unser! Ja. Wäre ich nicht gewesen, hättet ihr das nicht überlebt. Mein Vater hätte einen deutlicheren Sieg errungen, aber er ist nicht hier. Und zwar deinetwegen. Wenn ich mich recht entsinne. Ach, fang nicht an. Sag mir ja nicht, was ich tun soll. Ich habe hier das Kommando. Du hast meine Hilfe gebraucht. Bei den Göttern, wie kann man so arrogant sein? Kein Wunder, dass mein Vater dich verstoßen hat. Du weißt nichts über meine Familie. Ich weiß, dass er dich von einer Klippe stieß und mich wählte. Na, wer ist jetzt arrogant? Du bist nur ein Nachzügler. Ein schlechter Ersatz. Das werden wir noch sehen. Was meinst du? Nun, da wir die Athener auf dem Feld besiegt haben, ist es Zeit, mich um meinen wahren Feind zu kümmern. Stentor, deine Arbeit ist getan, Söldnerin. Und jetzt töte ich dich für das, was du mir in Megaris genommen hast. Warum machst du das? Weil du einfach nach Megaris marschierst, den verdammten Krieg ruinierst und dann ermordest du meinen Vater! Ich habe getan, was ich tun musste. Und das tue ich auch. Was hättest du denn davon, wenn du mich tötest? Rache, Gerechtigkeit, Frieden. Eins davon wäre schon genug, aber alle drei sind besser. Glaubst du, Rache betäubt deinen Schmerz? Glaub mir, das klappt nicht. Das ist der Punkt. Ich glaube dir nicht. Na dann. Du musst das nicht tun, Stentor. Oh, aber ich tu's. Und nichts, was du sagst, wird mich davon abbringen. Das ist nicht das, was Nikolaus gewollt hätte. Woher willst du das wissen, Verräterin? Ich bin keine Verräterin. Du hast Sparta verraten. Du hast deine Familie verraten. Du hast meinen Vater getötet und mir ein normales Leben verwehrt. Du verdienst nichts außer meinen kalten Stahl, der sich in dein Herz bohrt. Das könnte lustig werden. Ja. Euch umzubringen, wird die alten Wunden nicht heilen. Pater! Hallo, Stentor.
dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Sie sollte für ihre Taten büßen. Wie oft muss ich es dir noch sagen? Stento, sie schuldet mir nichts. Ich verstehe nicht. Ihr seid zu Größerem bestimmt. Werde der Anführer, zu dem ich dich ausgebildet habe. Führe Spartas Heere und kehre siegreich zurück. Wie? Du bist ein ehrenhafter Mann, ein treuer Sohn und großer Krieger. Du wirst ein besserer Anführer sein, als ich es je war. Du hast es in dir. Das werde ich, Vater. Ich werde dich stolz machen. Das hast du bereits. Das hätte böse enden können. Cassandra, ein Schatten liegt über Sparta. Sei vorsichtig, wenn du zurückkehrst. Martha und ich kommen schon klar. Wo war sie? Auf einem Thron. Klingt ganz nach ihr. Mögen die Götter über euch wachen. Na, geh doch. Ich hätte zwar gern gegen Stendor gekämpft, aber nicht hier auf Leben und Tod, sondern halt einfach nur gekämpft. Blutiges Festmahl. Nee, jetzt schauen wir erstmal nach den stehlen Stücken. Da war die Schlacht. Gut, jetzt ist Böotien unter spartanischer Herrschaft. Das ist schon mal sehr schön. Dann reisen wir mal hierher. Sammeln die nächsten zwei Stehenstücken ein. Ich würde sagen, wir schließen die Folge an der Stelle erstmal ab. In der nächsten Folge sammeln wir die beiden dann. Wenn es gefallen hat, denkt wie immer ans Däumchen. Und bis dahin, macht's gut.